Es könnte heidnischen Ursprungs sein, ist sehr provokant. Dieser Mann ist dem Orpheus-Amulett auf der Spur. Doch zuerst Excalibur. Mit Zauberkraft durch einen Stein getrieben. Nur ein wahrer König Englands kann es herausziehen. Beherbergt dieses romanische Kloster in Italien möglicherweise einen alten Schatz? Beeindruckend. Es gehört zu einer der bekanntesten Legenden Englands. König Artus und das Schwert im Stein. Hoch über den Klippen Cornwalls im Süden von England befinden sich die Burgruinen von Tintagel. Der Legende nach ist dies der Geburtsort von König Artus. Dr. Raluca Radulescu von der Bangor University in Wales ist Expertin auf dem Gebiet der Artus-Dichtung. Unter den Fachleuten herrscht keine Einigkeit darüber, ob es sich bei Artus, Camelot und der Tafelrunde bloß um eine Geschichte handelt oder ob diese nicht doch auf echten historischen Figuren beruht. Nichtsdestotrotz inspirierte die Geschichte von Artus und dem Schwert Dichter über Jahrhunderte hinweg. Als der junge Artus das Schwert herauszog, wurde er unwissentlich zum rechtmäßigen König von England. Die Legende von König Artus wurde zum ersten Mal 1135 von Geoffrey von Monmouth aufgeschrieben, in seiner Geschichte der Könige Britanniens. Doch hier wird kein Schwert in einem Stein erwähnt. Monmouth berichtet von Artus' Kriegsführung in ganz Europa. Dr. Radulescu macht sich auf den Weg nach Italien. Sie hat von einem bemerkenswerten Schatz in einem italienischen Kloster gehört. Sie reist nach Mailand im Norden Italiens, um sich selbst ein Bild zu machen. Beeindruckend. Es sieht wirklich aus wie ein Schwert im Fels. Nicht nur der Anblick ist faszinierend. In der Artus-Sage gibt es auch eine Verbindung zu Italien. Viele Leute wissen nicht, dass neben der Schwertgeschichte auch Berichte über seinen Aufenthalt in Italien zum Artus-Mythos gehören. . 1135 beschrieb Monmouth, wie Artus die Insel verlässt, um gegen Rom in den Kampf zu ziehen und die Bewohner zu tyrannisieren. Der Text Arthurs Tod von Sir Thomas Malory aus dem 15. Jahrhundert beschreibt, wie Artus Mailand passiert. Die Einwohner flehten ihn an und boten ihm Geld, damit er ihre Stadt nicht plündert. Vielleicht steht das Schwert aus dem Kloster damit in Zusammenhang. Von Mailand aus reist Dr. Radulescu in die Lombardei. Dort trifft sie sich mit Professor Mario Moiraghi, einem Fachmann für das Mittelalter in Italien. Es ist faszinierend, dass es hier in Italien ein im Stein steckendes Schwert gibt. Können Sie mir mehr darüber sagen? Das Schwert ist beeindruckend, mystisch und sehr interessant, weil es viel mit dem Schwert von König Artus gemeinsam hat. Man nimmt an, dass es im 12. Jahrhundert einem Ritter namens Galgano di Montesiepe gehörte. Die Geschichte erzählt von einem Ritter aus der Gegend,
namens Galgano di Montesiepe. Er entsagte dem Kriegstreiben und der Gewalt, um ein frommes Leben zu führen. Galgano wird verehrt, weil er dem Kriegerdasein entsagte und Mönch wurde. Er nahm sein Schwert und rammte es in den Fels. Da erkannte er in dem Schwert ein Kreuz. So begriff er, dass sein Leben sich ab diesem Moment ändern musste. Er verließ den Pfad der Gewalt und betrat den Pfad des Glaubens. Es ist eine beeindruckende Geschichte über Krieg, Frieden und Glauben. Dr. Radulescu fragt sich jedoch, wie viel davon wahr ist. Woher wissen wir, dass das nicht nur eine Legende ist? Wir haben schriftliche Beweise. Es gibt eine Menge Dokumente, die über sein Leben berichten. Und im Großen und Ganzen hat niemand Zweifel an seiner Existenz und seinem Leben. Doch gibt es einen Zusammenhang zwischen Galgano und dem Schwert von Artus? Galgano wurde 1148 geboren. Er starb mit 33 im Jahr 1181. Vor seiner Geburt gibt es in den Schriften über König Artus keinen Hinweis auf ein Schwert in einem Stein. Das Motiv taucht erst nach Galganos Tod in Robert de Borons um 1200 verfassten Werk Merlin auf. Seitdem ist das Schwert ein Teil der Artus-Legende. Dr. Radulescu möchte das Schwert mit eigenen Augen sehen. Zisterziensermönche haben hier im 12. Jahrhundert eine Kapelle um das Schwert errichtet. Heute kümmert sich Don Vito Albergio um die San Galgano-Kapelle. Der Priester will Dr. Radulescu zunächst noch etwas Grausiges zeigen. In einer kleinen Seitenkapelle liegen menschliche Hände in einer Vitrine. Ihr einstiger Besitzer soll versucht haben, das Schwert aus dem Stein zu ziehen. Im nahegelegenen Wald lebten zwei Wölfe. Eines Tages beobachteten sie einige Räuber, die versuchten, das Schwert abzubrechen. Die Wölfe fielen sie an und bissen ihnen die Arme ab. Diese Hände wurden an der Universität Pavia untersucht. Die radiometrische Datierung ergab, dass sie aus der Lebzeit des heiligen Galgano stammen. Das Schwert befindet sich in der Kapelle nebenan. Hier ist das Schwert. Beeindruckend. Wie kann ein Schwert so in einem Fels stecken? Ist das ganze Schwert drin? Das ganze Schwert steckt drin. Wie können Sie sicher sein, dass es echt ist? Dafür gibt es verschiedene Gründe. Von 1300 an wurden viele Darstellungen davon angefertigt. Es war schon immer hier. Da sind wir sicher. Wurde das Schwert schon von jemandem untersucht? Ja, an der Universität Pavia. Dort haben sie einige Proben getestet und herausgefunden, dass es aus der Zeit des heiligen Galgano stammt. Dr. Radulescu hat sowas noch nie zuvor gesehen. In der alten Abtei am Fuße des Hügels will sie mehr über die Zisterziensermönche herausfinden, die die Kapelle gebaut haben. Der Zisterzienserorden wurde im 11. Jahrhundert in Frankreich gegründet. Bald waren die sogenannten weißen Mönche in ganz Europa aktiv. Nach dem Tod des heiligen Galgano pilgerten die Mönche hierher. Sie bauten diese Abtei zu seinem Gedenken.
Die Kapelle errichteten sie, um sein Schwert darin zu verwahren. Dr. Radulescu möchte herausfinden, warum Galgano so wichtig für die Zisterzienser war und warum das Schwert sie so faszinierte. Durch Professor Moiragi weiß sie von einer mittelalterlichen Abbildung des Schwertes im 35 Kilometer entfernten Siena. Hier ist Dr. Radulescu mit dem Kulturanthropologen Professor Alessandro Falassi verabredet. Falassi führt sie zu einem Relief der Zisterzienser an einer Mauer. Es zeigt ein im Felsen steckendes Schwert. Das Relief stammt aus einer Renaissance-Kirche. Und hier sehen Sie wieder das wunderbare Symbol. Das Schwert im Stein. Das unverwechselbare Zeichen des heiligen Galgano. Selbst wenn die Leute nicht wussten, wer war oder wie sie es verstehen sollten. Haben sie es begriffen? Der Grundgedanke wurde durch diese Abbildung deutlich. Es ist ein eindrucksvolles Zeichen, selbst heute. Krieg wandelt sich zu Frieden. Ein Schwert, das Werkzeug des Todes, wird zum Kreuz, dem Zeichen der Erlösung. Es gibt weitere Darstellungen des Schwertes in Siena. Falassi zeigt Radulescu ein wichtiges Gebäude der Zisterzienser. Dort schmückt ein Schwertheft, das an ein Kreuz erinnert, die Fassade. Dieses Motiv findet sich hier immer wieder. Falassi glaubt, Galgano könnte als Inspiration zu der Schwertgeschichte gedient haben. Doch wie sie Teil der Artus-Legende werden konnte, ist bis heute unklar. Radulescu will herausfinden, ob die Zisterziensermönche zu Lebzeiten Galganos die Geschichte von König Artus gekannt haben. Die Antwort darauf könnte sie im 200 Kilometer entfernten Modena finden. Hier trifft sie Renato Cavani, den Leiter der Kathedrale. Hey, ciao. Buongiorno. Er zeigt ihr ein Portal der Kathedrale aus dem 12. Jahrhundert. Über dem Eingang befindet sich ein fast 1000 Jahre altes bogenförmiges Steinrelief. Was wir hier sehen, ist die Darstellung der Stürmung einer Burg. In der Burg befindet sich eine Gefangene, eine Prinzessin, die von etwas Bösem bedroht wird. Möglicherweise ist es eine allegorische Darstellung. Alles, was wir hier sehen, stammt aus der gleichen Zeit, um 1120, 1130. Cavani macht Radulescu auf eine Inschrift über der Darstellung eines bärtigen Ritters aufmerksam. Sehr außergewöhnlich ist, dass der Name darüber Artus von Britannien lautet, ohne den Titel König. Er war zu dieser Zeit noch nicht als König Artus bekannt. Als König Artus wird er erstmals 1135 erwähnt. Man könnte also sagen, dass dieses Relief hier der Geschichte vorgreift. Wirklich spannend ist, dass wir hier eine Schilderung der Artus-Legende sehen, die Jahrzehnte jünger ist als der heilige Galgano, wenn wir das hier in die 1120er Jahre datieren. Das Relief zeigt das Interesse an der Artus-Legende, das anscheinend in Italien sehr verbreitet war. Es weist auch darauf hin, dass die Geschichte bereits bekannt war und von vielen Menschen weitergegeben und besungen wurde. Das ist also König Artus in Italien. King Arthur in Italy. Geschichten über Artus gab es in Italien also bereits mindestens 20 Jahre vor der Geburt des heiligen Galgano. Doch das Steinrelief enthält keinen Hinweis auf das Schwert im Fels. Dr. Radulescu entdeckt ein Detail im Relief. Über einen der Ritter ist der Name Galvagin gemeißelt. And here
Galvagin, das ist Gawain, ein Ritter der Tafelrunde und Arthurs Neffe. Der Legende nach war Gawain zudem auch der treueste und mutigste Ritter des Königs. Im ersten schriftlichen Beleg der Artus-Legende von Geoffrey von Monmouth aus dem Jahre 1135 taucht Gawain unter der lateinischen Form Galganus auf. Radulescu fällt die große Ähnlichkeit zwischen den Namen auf. Galganus, das klingt doch ganz nach Galgano oder Galvano. Perhaps. Galvano, Galgano. Die Ähnlichkeit der Namen könnte Zufall sein. Vielleicht besteht aber auch eine über die Jahre in den Hintergrund gerückte Verbindung zwischen Gawain, Galvagin, dem legendären Ritter der Tafelrunde, und dem echten Ritter Galgano. Könnte der heilige Galgano sich einen der treuesten Ritter von König Artus zum Vorbild genommen, Gawains Namen Galganus angenommen, das Leben eines Ritters gelebt und schließlich zum wichtigsten Teil der Geschichte, dem Schwert im Stein, beigetragen haben? Das wäre nur möglich, wenn das Schwert auf die Lebenszeit des heiligen Galgano datiert werden kann. Nun muss durch wissenschaftliche Analysen der Verdacht ausgeschlossen werden, dass das Schwert eine Nachbildung ist. Radulescu fährt zur Universität Pavia. Sie trifft sich dort mit Luigi Galaskelli, dem einzigen Wissenschaftler, der das Schwert untersucht hat und für weitere Lügengeschichten verantwortlich ist. So muss man sich das Ganze vorstellen. Und hier haben wir ein Loch gebohrt. Bei der Untersuchung der Klinge wurde eine Bruchstelle gefunden. Auch zeigt sich, dass erst kürzlich flüssiges Blei und Zement in die Risse des Steins gegossen wurden. Wir haben mit einem Fibroskop in das Bohrloch geschaut, um festzustellen, ob wir den Rest der Klinge oder was von dem Blei finden. Aber außer Fels konnten wir nichts sehen. Also haben wir etwas von dem Beton hier abgetragen, der das abgebrochene Stück mit dem Rest der Klinge zusammenhält. Dabei konnten wir tatsächlich feststellen, dass das ganze Schwert im Stein steckt. Wir haben den Anfang der zweiten Hälfte gesehen. Konnten Sie das Schwert auch datieren? Metalle lassen sich nur schwer datieren. Aber die Optik des Schwerts entspricht der eines mittelalterlichen Schwerts. Und wir haben auch ein kleines Eisenfragment analysiert. Die eingeschlossenen Verunreinigungen belegen für uns, dass es sich nicht um ein zeitgenössisches, sondern um ein altes Eisen handelt. Aus dem Mittelalter? Ja, Mittelalter. Das kommt hin. Das Schwert könnte also aus der Zeit des heiligen Galgano stammen. Dr. Radulescu möchte herausfinden, wie das Schwert in den Stein gelangte. Glauben Sie, jemand hat es absichtlich? Vielleicht die Zisterzienser, als sie nach Siena kamen und die Abtei erbauten. Ja, sie ließen sich ja dort nieder. Sie verehrten Galgano und vielleicht haben sie tatsächlich den Stein mit dem Schwert hierher gebracht. Möglicherweise ist das Schwert eine frühe Fälschung, welche den Mönchen half, ihr eigenes Ansehen zu steigern, ja. Genau. Aber nach Entstehungszeit, Aussehen und Form stammt es definitiv aus dem 12. Jahrhundert. Ja, aber... Wie es in den Stein kam, ist unklar. Man wird wahrscheinlich nie herausfinden, wie ein Schwert aus dem Mittelalter in diesen Fels geraten ist. Und ob es die Zisterziensermönche waren oder der heilige Galgano selbst. Radulescu hat jedoch möglicherweise geklärt, wie das Schwert Teil der Artus-Legende werden konnte.
Lösung des Rätsels ist eher in Italien als in Großbritannien zu finden. Nach Galganos Tod verfassten die Zisterziensermönche ihre eigene literarische Abhandlung über König Artus. Darin ist auch die Geschichte vom Schwert im Stein enthalten. Diese Handlung wurde dann von Autoren des Mittelalters in der höfischen Dichtung aufgegriffen. Der Name des heiligen Galgano ging dabei verloren. Aber dank dieses Schwertes lebt der Name von König Artus für Generationen weiter. Ein antikes Amulett bringt heidnische Orgien und Menschenopfer mit der Geburtsstunde des Christentums in Verbindung. Es verschwand während der Nazi-Zeit und ging vermutlich nach Hitlers Tod hinter dem eisernen Vorhang verloren. Nun möchte ein Mann das Geheimnis des Orpheus-Amuletts lüften. Mark Gaskin ist Experte für Sprachen des Altertums und erforscht umstrittene religiöse Artefakte, wie das Turiner Grabtuch. Jetzt ist er auf der Suche nach einem weit weniger bekannten, jedoch genauso umstrittenen Gegenstand. Man nennt es das Orpheus-Amulett. Man sieht einen gekreuzigten Mann und über ihm einen Halbmond und 7 Sterne. Auf den ersten Blick sieht es nach einer frühchristlichen Reliquie mit einer Darstellung von Jesus am Kreuz aus. Doch nicht der Name Jesus ist eingraviert, sondern der mythologischen Figur Orpheus. Die alten Griechen verbanden seinen Namen mit Dunkelheit, denn Orpheus soll in die Unterwelt hinabgestiegen sein. Es gibt sehr wenige Abbildungen des Amuletts. Und diese muss Gaskin nun aufspüren. Das Amulett tauchte erstmals in einer italienischen Privatsammlung auf und gelangte dann Anfang des 20. Jahrhunderts durch Schenkung nach Deutschland, ins Kaiser-Friedrich-Museum. Auf der Suche nach weiteren Informationen ruft Gaskin in Berlin an. Laut einer Abbildung ist es in Ihrem Museum. Es gibt eine Eintragung von 1922, als das Amulett katalogisiert wurde. Die nächste Erwähnung stammt von 1926. Da deklarierte man es als Fälschung. Dann verliert sich die Spur. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass das Amulett aus der Sammlung entfernt wurde. Es verschwindet einfach. Die Nazis hatten Schatzjäger, die nach Gegenständen suchten, denen man übernatürliche Kräfte zuschrieb. Sollte das Amulett noch vor dem Krieg in Berlin gewesen sein, ist es gut möglich, dass die Nazis es an sich nahmen. Doch 1945 marschierte die Rote Armee in Berlin ein und viele Schätze fielen den Sowjets in die Hände. Gaskin ruft russische Museen an. Ich habe Einträge, Katalognummern, Fotos und Zeichnungen. Aber die wurden alle vor dem Krieg in Deutschland gemacht. Sie haben überhaupt keine Einträge? Gar nichts? Solange das Amulett verschwunden bleibt, ist nicht feststellbar, ob es sich dabei um eine Fälschung handelt oder nicht. Die alten Fotos zeigen jedoch genügend Details. Diese ermöglichen Gaskin, zumindest die Symbole zu untersuchen und ihre Bedeutung zu entschlüsseln. Er ruft den Autor Peter Gandy an.
Er ist Experte für die Beziehung zwischen heidnischen Religionen wie dem Orphismus und abrahamitischen Glaubensrichtungen wie dem Christentum. Hallo Peter, hier ist Mark. Hallo Mark, wie geht's? I'm okay. I've been looking. Gut, ich versuche gerade alles über dieses Amulett zu erfahren. Ich würde gern wissen, was du davon hältst. Wenn man die Figur auf dem Amulett betrachtet, sieht sie aus wie der gekreuzigte Jesus. Aber darunter steht auf Griechisch, dass es sich um Orpheus handelt. Solche Abbildungen von Orpheus waren in der heidnischen Welt allgegenwärtig. Die Katakomben unter Rom zum Beispiel sollen den Christen als Beisetzungsstätte gedient haben. An den Wänden findet man jedoch sehr viele heidnische Motive, auch viele Abbildungen von Orpheus. Die Christen behaupten aber, es wären Bilder von Jesus. Orpheus wurde als Musiker verehrt. Viele Abbildungen zeigen ihn als Leierspieler, umringt von Tieren. Kunsthistoriker glauben, dass man Orpheus auf diesen Bildern einfach zu Jesus, dem guten Hirten, erklärte, nachdem das Christentum zur römischen Staatsreligion erhoben wurde. Gaskin ist fasziniert von der möglichen Verbindung zwischen Orpheus und Jesus und möchte mehr erfahren. Er kontaktiert die bulgarische Schriftstellerin Ludmila Filipova. Sie hat ein Buch über das Amulett geschrieben und viele mit der Legende verknüpfte Orte erforscht. Es geht mir um das Orpheus-Amulett. In Bulgarien finden sich viele Spuren, zum Beispiel ein Tempel voller orphischer Geheimnisse. Und auch eine sehr interessante Höhle, der sogenannte Teufelsschlund. Sie sollten wirklich nach Bulgarien kommen und die Höhle besichtigen. In der griechischen Mythologie steigt Orpheus hinab in die Unterwelt. Der Weg, den er gemäß der Legende dorthin nahm, befand sich damals im alten Griechenland. Heute gehört die Gegend zu Bulgarien. Gaskin landet in Sofia. Von dort aus reist er Richtung Süden, tief in die Rhodopen. Filipova hat Gaskin empfohlen, den Eingang eines Höhlenkomplexes aufzusuchen. Von hier aus stieg Orpheus der Legende nach hinab in die Unterwelt. Gaskin erreicht die Trigrad-Schlucht, die von Marmorfelsen gesäumt wird. Hier ist er mit Filipova verabredet. Das geht ja ganz schön tief runter. Das ist der Teufelsschlund. Teufelsschlund? Das lässt nichts Gutes erahnen. Stimmt. Von hier aus soll Orpheus die Unterwelt betreten haben, um seine Geliebte zu retten. Eurydike. Genau. Orpheus, einer der Argonauten der griechischen Mythologie, war bekannt für seine wohlklingende Stimme. Dem Mythos zufolge stieg er hinunter in den Hades, um seine tote Frau zu retten. Dabei durchlief er einen Wandel. Orpheus war bereits als großartiger Sänger bekannt. Doch dann ging er in die Unterwelt und kehrte als Prophet zurück. Er ging als Sänger hinunter und kam als Prophet herauf? Als Prophet mit neuen Überzeugungen und unglaublichem Wissen. Er lehrte diese neuen Gedanken seinem Volk. So entstand eine sehr frühe Religion. Überreste von Wandmalereien, die auf Orphiker verweisen, stammen aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, der Zeit von Sokrates und Plato. Könnten wir den Schritten von Orpheus folgen und hinuntergehen? Versuchen wir es. Folgen Sie mir. Dieses unterirdische Labyrinth ist groß und gefährlich. Absperrungen sollen verhindern, dass sich jemand unerlaubt Zugang verschafft.
Der Abstieg ist steil. Tunnel münden in Höhlen, von denen wiederum zahlreiche Tunnel abgehen. Ganz schön glatt. Vorsicht! Und es fließt eiskaltes Wasser hindurch. Der Legende nach trennte es das Reich der Lebenden von dem der Toten. Filipova hat den Geologen Dr. Javor Schopow als Führer mitgebracht. Er ist Experte für die Höhlen Bulgariens und soll die Geheimnisse lüften, die diese ungewöhnliche Höhle umgeben. Hallo, Doktor. Oh. Hallo. Hallo. Schön, Sie kennenzulernen. Gleichfalls. Möchten Sie den Fluss sehen? Ja, gern. Schön. Seien Sie vorsichtig. Warum glauben die Menschen, das hier sei der Fluss, der durch die Unterwelt fließt? Von alters her haben die Leute bemerkt, dass selbst große Dinge, wie etwa runtergefallene Baumstämme, hier zwar verschwanden, aber niemals auf der anderen Seite der Höhle wieder auftauchten. Sie fielen ins Wasser und kamen auf der anderen Seite nicht wieder raus? Ja, richtig. Dieser unterirdische Strom wird daher mit dem sagenhaften Fluss Styx verglichen. Er bildet die Grenze zwischen unserer Welt und der Unterwelt, in der Hades regiert, der Gott der Toten. Auf dem Amulett steht jedoch nicht nur der Name Orpheus. Die Inschrift lautet Orpheus Bacchus. Und wieder gibt es einen regionalen Bezug. Filipova führt Gaskin höher in die Berge, zu den Ruinen einer alten Stadt. Perperikon war einmal eine prachtvolle Stadt aus Stein im südlichen Bulgarien, die durch 3 Meter dicke Mauern befestigt war. In den Ruinen sind noch Altäre zu finden. Einst gehörten sie zu einem Tempel, der dem Gott des Weines und der sexuellen Ekstase geweiht war. Die Griechen nannten ihn Dionysos und die Römer Bacchus. Das ist der Hauptaltar des Dionysos. Möglicherweise hat man hier Wein hineingegossen, bestimmte Rituale durchgeführt und sich in Trance versetzt. Ein beeindruckender Ort. Was für Rituale mögen das gewesen sein? Das ist einer der heiligsten Tempel des dionysischen Kultes. Vermutlich fanden hier bacchantische Orgien statt. Der Legende nach wurden hier die außergewöhnlichsten Orgien und Opferungen im Namen des Dionysos abgehalten. Orpheus war zunächst ein Anhänger von Dionysos, entsagte jedoch seinem Kult und erklärte Apollo, den Gott der Vernunft und des Verstandes, zum höchsten aller Götter. Als Ketzer verurteilt, starb er durch die Hände weiblicher Anhänger des Dionysos. Aber all diese Orgien, Rauschzustände und Menschenopfer scheinen nicht sehr viel mit dem Christentum zu tun zu haben. Orpheus war eine Art Reformierer. Er hat eine neue Religion, einen neuen Glauben eingeführt. Der wichtigste Aspekt war dabei, den Menschen zu zeigen, wie ihre Seele Unsterblichkeit erlangen konnte. Wir hören heutzutage nicht mehr viel über diese orphische Religion. Auch in historischen Quellen liest man selten darüber. Warum hat sie sich nicht bewährt und weitere Anhänger gefunden? Als das Christentum sich in Thrakien ausbreitete, waren die Jünger und Priester sehr darauf bedacht, ihren Glauben zu etablieren. Das war normal und sie begannen nach und nach, die Namen der Götter und Rituale hier zu ändern. Als das Christentum hier in diesem Landstrich aufkam, übernahm es also bestimmte Elemente der vorherigen heidnischen Religion und machte sie zu christlichen.
Gaskin sieht in den Geschichten von Orpheus und Jesus eine gewisse Ähnlichkeit. Doch ein Detail passt nicht. Orpheus stieg in die Unterwelt hinab, während Christus in den Himmel aufstieg. Oder? Gaskin macht sich auf den Weg ins Tal zur Kirche von Carchali. Das orthodoxe Christentum folgt hierzulande den Grundsätzen des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Es ist eine der ersten Bekenntnisformen des christlichen Glaubens. Darin wird ausführlich die Höllenfahrt Christi beschrieben. Dabei steigt Jesus, bevor er in den Himmel aufsteigt, zuerst in die Hölle hinab, um den Teufel zu besiegen und die Gerechten zu befreien. In der orthodoxen Kirche, wie in vielen christlichen Strömungen auf der Welt, versammeln sich jede Woche Menschen, um den Tod und die Auferstehung Christi zu feiern. Was überraschend dem ähnelt, was wir über Orpheus annehmen. Der Abstieg in die Unterwelt, die Rückkehr von dort mit Wissen und Erkenntnis, welche dann an die Anhänger des neuen Glaubens verkündet wurden. Das Orpheus-Amulett könnte mit all dem in Zusammenhang stehen. Diese geheimnisvolle Abbildung, die definitiv eine Kreuzigungsszene darstellt, und die Inschrift, die den bachischen Orpheus darauf identifiziert, verstärken diese Theorie noch. Einige glauben, das Orpheus-Amulett sei eine Fälschung. Sein wirkliches Alter wurde tatsächlich nie nachgeprüft. Seine Wurzeln scheinen aber in einer jahrhundertealten Tradition zu liegen. Der orphische Glauben geht auf das 6. Jahrhundert vor Christus zurück. Könnte dieser geheimnisvolle Kult den ersten Christen als Inspirationsquelle gedient haben? Ein antikes Artefakt kann ihm bei dieser Frage helfen. Gaskin reist nach Nordgriechenland und sucht die alte Stadt Thessaloniki im Gebiet des früheren Makedonien auf. Hier trifft er die Archäologin Dr. Despina Ignatidou. Sein Ziel ist eine Grabstätte, die einen einzigartigen Einblick in die Lehre des Orphismus gibt. Niemand würde hier etwas Besonderes vermuten. Neben einer belebten Autobahn ist mitten im Gesträuch eine Stahljalousie in den Boden gelassen. Dieser Betonbunker wurde hier gebaut, um ein 2500 Jahre altes Grab zu schützen. In diesem Grab liegt ein Anhänger von Orpheus. Dr. Ignatidou hat Aufzeichnungen dabei, die am Tag der Entdeckung des Grabes gemacht wurden. Sie wurden in einem Notizbuch festgehalten. Laut den Aufzeichnungen war das Grab voll mit Bronze, Silber und allerhand Gefäßen, Töpferwaren und Gold, sehr viele Dinge. Es müsste auch etwas über den Fund einer Schriftrolle drinstehen. Ja, sie fanden eine, aber sie wurde außerhalb an der Deckplatte des Grabes gefunden, wo für gewöhnlich die wenigen Überreste der Feuerbestattung hinterlassen wurden. Sie wurde also verbrannt? Halb verbrannt. Man legte sie auf den Scheiterhaufen zu dem Verstorbenen. Eine Hälfte wurde dabei völlig zerstört, die andere war verkohlt, wurde aber konserviert. Ist es möglich, sie zu sehen? Natürlich, aber dafür müssen wir ins Museum. Die vielen Grabschätze belegen, dass dies hier die Ruhestätte von einem sehr wohlhabenden Menschen war.
Für die Archäologen war jedoch das verkohlte Papyrusstück die wertvollste Entdeckung. Es ist die älteste in Europa erhaltene Handschrift. Hier ist es. Ein erstaunlicher Fund. Unglaublich, wie alt das ist. Ich finde es wahnsinnig aufregend, dass ich hier etwas vor mir habe, das fast 2500 Jahre alt ist. Es ist der älteste erhaltene Text, der in Europa je gefunden wurde. Das ist wirklich bewegend für jemanden, der sich in seinem Leben vor allem mit sowas beschäftigt. Das stark verbrannte Schriftstück ist mit bloßem Auge nicht lesbar. Ein Team von forensischen Archäologen hat mit Hilfe der sogenannten Multispektralbildverarbeitung jedoch sichtbar gemacht, was dort geschrieben steht. Nach über zwei Jahrtausenden hat Orpheus endlich eine Stimme. Das Schriftstück enthält ein religiöses Gedicht, das Orpheus selbst geschrieben haben soll. Gaskin übersetzt den antiken Text in der Hoffnung, dort eine Verbindung zwischen dem Orphismus und dem Christentum zu finden. Wenn man die verkohlten Reste kennt, ist es wirklich unfassbar, den Text auf den Fotos plötzlich so deutlich zu sehen. Es ist ein sehr interessantes Gedicht, das tatsächlich mit dem Orphismus zu tun hat. Es soll wirklich von Orpheus selbst stammen. Der halb verbrannte Text weist auf eine bemerkenswerte Ähnlichkeit zwischen Orphismus und Christentum hin. Auch die Orphisten glaubten, dass die Menschen Seelen haben und dass nach dem Tod über sie und ihre Taten gerichtet wird. Ähnlich dem christlichen Abendmahl, wo Brot und Wein den Leib und das Blut Christi symbolisieren, glaubten sie an die symbolische Wandlung von Wasser in Wein. Der grausame Tod des heidnischen Propheten Orpheus wurde als Opfer für die Sünden der Menschheit gewertet. Ebenso wie die Bibel die Lehren Christi ausführlich beschreibt, enthält die Schriftrolle die Worte Orpheus für seine Anhänger. Einige seiner Gedanken könnten von denen der ersten Christen übernommen worden sein. Die Orphisten haben die Christen nicht nachgeahmt. Die Frage ist, haben die Christen Orpheus Lehren benutzt? Das frühe Christentum entwickelte sich im römisch besetzten Judäa. Während des 1. und 2. Jahrhunderts war dieser Ort ein religiöser Schmelztiegel. Neben dem Judentum gab es viele griechisch-römische Kulte, religiöse Splittergruppen und Sekten sowie mystische Glaubensrichtungen. Der Einfluss dieser sogenannten heidnischen Glaubensrichtungen auf die Entwicklung des Christentums wird heute von vielen Historikern anerkannt. Das Orpheus-Amulett mag auf den ersten Blick unscheinbar sein. Es steht jedoch für einen wichtigen Wendepunkt, an dem das Christentum Rituale und Überzeugungen aus dem Heidentum übernommen zu haben scheint. Niemand konnte damals ahnen, dass das Christentum sich einmal zur weltgrößten Religion entwickeln wird. Die Annahme, ein Teil des Christentums könnte heidnischen Ursprungs sein, ist sehr provokant. Könnte dieses geheimnisvolle und rätselhafte Orpheus-Amulett mit der Abbildung des gekreuzigten Orpheus wirklich das Bindeglied zwischen Christentum und heidnischen Glaubensrichtungen sein? Diese Frage könnte weitreichende Konsequenzen haben. Vielleicht ist das sogar der Grund, warum das Orpheus-Amulett noch heute verschwunden ist.